Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dinosaurs Prehistoric Survivors. So, beim letzten Mal waren wir im Adventure-Modus. Eigentlich wollte ich heute den Kampagnen-Modus vorstellen, aber mir ist aufgefallen, wir haben ja hier immer Trike und T-Rex als Auswahl und wir haben letztes Mal nur den T-Rex gespielt. Da habe ich mir gedacht, gut, ich stelle jetzt einfach nochmal das Trike vor, ne, damit wir auch ja nichts vergessen. So, das heißt, wir gehen nochmal in diesen Adventure-Modus rein, machen nochmal die Wetlands, die kennen wir schon. Das hier kennen wir auch alles schon. Wählen das Trike und gehen ins Spiel. So, ich bin gespannt. Na, achso, ich muss ja drücken. Er lädt zu schnell, er lädt zu schnell. Nice. So, hier haben wir das Trike. Jetzt muss ich nochmal schnell kontrollieren. Okay, genau, super. Ah, perfekt. Was haben wir jetzt hier? Wir haben Linksklick. Ja, Rechtsklick, haben wir da was? Oh, okay. Ah, das geht von der Stamina ab. Alles klar, da haben wir eine Special-Attacke, hat der T-Rex nicht gehabt. Sehr nice. Okay, wir müssen uns auch wehren. Da oben steht nämlich schon, wir sollen zwei T-Rex killen. So, schreien. Das klingt gar nicht mal so kacke. Ja, wie gesagt, Alt-Turn ist überflüssig. Aber auch hier kann man nicht rückwärts laufen. Aber dafür können wir uns schnell drehen. Noch schneller und wir heben ab. Na ja, gut, ist okay. So, das heißt, hier rennen irgendwo Rexe rum, die wir killen müssen. So als Pflanzenfresser, Fleischfresser killen. Boah, fliegen wir gleich vom Server wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht greift er uns auch von alleine an. Das müssen wir mal gucken. So, und sicherlich müssen wir auch irgendwas essen. Was sagt eigentlich das Laufen? Das ist okay. Okay, beim Laufen kann ich auch attackieren. Das ist nice. So soll das sein. So, kann ich hier irgendwie die... Komme ich hier durch? Ja. Die Bäume. Ich glaube, der T-Rex konnte da nicht durchlaufen. Das ist interessant. Okay, die ein oder andere Sache fehlt hier natürlich noch, aber naja. Aber ansonsten sieht das... Also das Trike sieht wirklich... Das sieht auch okay aus. Ja. Schön. Nett. Ich bin gespannt, ob jetzt hier überhaupt Rexe rumlaufen. Ansonsten wird das ein kurzes Let's Show hier. Ich frage mich, was wir hier essen können. Aber die Felsen sehen gut aus. Die Felsen sehen wirklich gut aus. Auch wenn wir da jetzt so geschmeidig durchlaufen können. Können wir jetzt hier eigentlich überall durchlaufen? Nee, guck mal, hier ist ein bisschen blockiert. Okay. Ja, hier kommen wir auch nicht ganz durch. Ah, ey, wir kommen darauf. Kommen wir darauf? Oh, shit, Leute. Ja. Das, ja. Kann man so machen, würde ich sagen. Da kommt der Rex auf jeden Fall nicht hoch. Was passiert jetzt eigentlich, wenn wir da runterfallen? Wir testen jetzt mal einfach alles durch. Kein Schaden. Geil. Geil. Ich bin ein Bergziegen-Trike, Leute. Ich komme hier einfach überall durch. Und ich attackiere den Rex jetzt einfach von oben, wenn hier überhaupt einer rumläuft. Kann auch sein, dass das hier noch gar nicht... Doch, da höre ich was. Da! Da, guck, guck, guck. Hallo. Oh, er reagiert? Er reagiert? Ja, kommst nicht hoch, Digga, was? Wenn ich jetzt eine Sprungattacke mache, ich falle jetzt mal auf den rauf und dann machen wir hier eine Attack. Pass auf, Leute. Easy, easy, easy. Yeah. Ja. Boah. Oh, oh. Jetzt kann ich den... Oh, jetzt habe ich hier Special Move. Mal gucken, wie wir es ihm jetzt besorgen. Bam! Yeah. Jetzt kann ich den natürlich nicht essen. Oder? Esse ich den? Esse ich den gerade? Was mache ich denn da mit dem jetzt? Ich weiß es nicht. Okay. Wo kriegen wir jetzt was zu essen her? Ich vermute mal die Pflanze da vorne, oder? Jetzt können wir erstmal was saufen. Guck mal, der geht thurf wieder hoch, oder? Ja. Aber Hunger geht runter. Ich schätze mal, dieser Fahnen da vorne irgendwie ist, den können wir nage.
Hoffentlich. Ich bin gespannt, wo wir hier noch überall raufkommen. Ich komme. Ah, vielleicht finden wir ganz versteckte Wege, Leute. Können wir das essen hier? Ja. Guck mal. Guck mal. Health ist wieder voll. Easy. So, wo können wir hier noch hinrennen? Ah, das war schon creepy. Das war schon ein harter Kampf. Harter Fight. Also Sprungattacke von oben ist schon nice. Ja, wie gesagt, Leute, ist alles noch nicht fertig, ne? Da dürfen wir nicht drauf gucken. So, und ich gehe jetzt hier einfach mal quer durch die Grafik, ja. Und hier können wir uns quasi dann verstecken für später. Und dann aus dem Hinterhalt attackieren. Ja, hier muss noch was gemacht werden, definitiv. Hier fehlen noch ein paar Blockier. Elemente. Da habe ich doch gerade was gehört. Bäume halten uns auch nicht auf. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie ein Bild vom Entwickler oder so. Irgendwie versteckt. Kennt man ja so von früher. Haben die sich ja immer gerne selber mit irgendwo mit eingebaut. So, aber hier scheint gar kein Rex mehr zu sein, oder? Stamina ist alle, okay. Ich schrei einfach mal. Vielleicht kommt er ja. Ah, ich weiß nicht. Aber wir sollen doch nur zwei killen. Das heißt, hier rennen natürlich auch nur zwei rum. So, und dann war es das auch schon. Da kommen wir auch durch. Ganz einfach. Gut. Aber Stamina lädt Gott sei Dank relativ zügig wieder auf. Da, das vergammelte Track da vorne liegt immer noch. Das ist schön. Vielleicht können wir damit irgendeine Schweinerei machen. Ich weiß es nicht. Erstmal ein bisschen was saufen hier. Dann gehen wir jetzt nochmal gucken. Oder ist das jetzt ein toter T-Rex, der da rumliegt? Nee, ist das Zeug. Vielleicht können wir uns ja auch vergiften, indem wir das besudeln. Ja, irgendwas macht er. Haben wir da jetzt echt von gegessen? Nee. Nee. Macht er nicht. Macht er nicht. So, dann gehen wir jetzt nochmal den anderen Spinner suchen und dann schicken wir den auch ins Jenseits. Aber es ist immer noch schön, Leute. Ich bin gespannt auf den Kampagnenmodus nachher. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Weil da wird es dann, glaube ich, interessanter. Grafisch schlechter, aber spielerisch interessanter. Weil da müssen wir dann quasi wie in Saurian und wie Isle müssen wir dann wachsen. Jetzt habe ich hier einen Frosch im Hals. Ja, moin. Da müssen wir dann richtig survivalen. Und ich glaube, da gibt es. Guck mal, da hinten steht der. Der hat, glaube ich, gerade eine Störung. So ein bisschen Schlaganfall oder sowas. Der ist festgebackt. Okay. Ja, kann man machen. Ja, KI ist noch nicht so ganz funktional, ne? Aber das ist wie gesagt, Leute, wie eine Tech-Demo. Bitte kritisiert nicht zu hart. Es geht hier einfach hier in diesem Test ein und allein um die Optik. Und die Steine, wie gesagt, irgendwer hat das auch schon in die Kommentare geschrieben. Die Steine sind wirklich. Ja, hier sind. Ja, da dürfen wir nicht hingucken, ne? Aber hier so, das sieht gut aus. Eine Optik-Demo. Wir sagen einfach mal eine Optik-Demo. Auch das Wasser sieht ja wirklich gut aus. Und wir müssen abwarten. Wir müssen abwarten. So, den kann ich jetzt natürlich ganz easy killen hier. Der kann mich gar nicht erwischen, ne, wenn ich unter dem stehe. Komm, wir machen jetzt eine Show. Das ist wie Ballett, Leute. Wie schnell kann er eigentlich? Bis er umkippt? Synchron, synchron. Okay, erlösen wir ihn. Ich glaube, ich krieg den gar nicht, oder? Na komm, 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 komm. Ja, jetzt. Nee. Oh, der beißt. Oh, der beißt. Rex beißt. Ja. Ja, finish him. So, gleich Special Move hier. Execute. Weg damit. Victory. Trike wins. Fatality.
Ja, das Drink ready. Achso, jetzt kann ich. Ach, steht da oben immer alles. Ah! So, jetzt sind wir quasi durch hier, würde ich sagen. Okay, Video nochmal easy auf 10 Minuten gestreckt hier. Nein, es läuft schon 10 Minuten 21, ja. Oder ein bisschen weniger. Ja, mehr kann ich hier nicht zeigen. Das heißt, nächstes Video auf jeden Fall der andere Modus und dann. Jo. Gucken wir, was da so geht. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Martin. Tschüss.